20 langen Jahren muss man mit dem Rollstuhl fahren, sich mit dieser Krankheit schlagen und so vieles schon ertragen. Damals ging das Ganze los mit dem MS meiner Mom. Keiner wusste, was war los, wo der ganze Shit herkam. Der Doc hatte keinen Plan, doch er gab ihr Cortison. Was hat der Mom angetan? Ihm zufolge sollte schon in kürzester Zeit alles wieder so sein, wie es einmal war. Eines Tages fällt sie nieder, die Krankheit war offenbar stärker als vor der Therapie, die Symptome nahmen zu. Zum Einkaufen in Aldi, was möglich war, tatest du. Jedoch wurde das Ganze komplizierter als gedacht. Steckst in einer Sackgasse, es fesselte deine Kraft. Ein Doc nach dem anderen, was abgefuckt war bloß los. Ein Ergebnis abwarten, keiner wusste, was da los war. Doch das Ganze breitete sich immer weiter aus in ihr. Man war nicht mehr eigenständig, ohne Ende kämpfen wir. Damit es ihr eines Tages irgendwann mal besser geht. Sie hoffte auf etwas Wahres, dadurch hat sie viel erlebt. Ein einziger Schockmoment verursachte das MS. Trifft sich wie ein Blockzement, operieren damit es besser würde, sagte der zuständige Spezialist. Danach wurde richtig schwer, besser wenn der sich verpisst. Deine Stock ist Arbeitshandlung, langfristige Folgen hat Ausbruch einer Krankheitswandlung, das macht im Mams Körper platt. Deine Stock ist Arbeitshandlung, langfristige Folgen hat Ausbruch einer Krankheitswandlung, das macht im Mams Körper platt. Weil aus der Fachmedizin niemand irgendwas wusste, doch voreilig Schlüsse ziehen, dass alles so krass wurde. Die komplette Kraft verlor sie erst in der linken Hand. Mama, steht ein Kampf bevor. Wie es endet, bin gespannt. Und welche Krankheit an dir nagte, war zu der Zeit noch nicht klar. Tat es, was der Doktor sagte, das war jedoch offenbar keine wirklich kluge Entscheidung, könnte dich den Kopf kosten. Cortison, warst du der Meinung, Dr. Palm, du Vollpfosten? Diese erste Injektion provoziert die Fehlfunktion. Das MS als Reaktion, Palmflachwichser, Hurensohn. Nebenwirkung Cortison, Fehler mit der Medikation, mein Leben lang praktisch schon. Seh mal, jetzt schon 2 Jahrzehnte lang in diesem abgefuckten Rollstuhl durch die Gegend. Fahren, was ist abgegangen, dieses ganze Elend. Zeigen ihre Therapien leider keine Leistung, hoffen jedoch immer noch auf eine Wunderheilung. All das Ganze nahm eine negative Neigung, hab darüber mittlerweile meine eigene Meinung. Ein einziger Schockmoment verursachte das MS. Trifft dich wie ein Blockzement, operieren damit es besser würde, sagte der zuständiger Spezialist. Danach wurde richtig schwer, besser wenn der sich verpisst. Deine Stock ist Arbeitshandlung, langfristige Folgen hat Ausbruch einer Krankheitswandlung, das macht im Mams Körper platt. Deine Stock ist Arbeitshandlung, langfristige Folgen hat Ausbruch einer Krankheitswandlung, das macht im Mams Körper platt. Hey.